Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Fishing Planet, The Fisherman. Ich bin euer Affenkönig Dämlich mit Kaffee, wie immer schön gewohnt. Das ist Part 22 und 23 natürlich. Und wir wollen heute noch mal ganz kurz nach den Trommlern gucken und dann geht's auch gleich an eine andere Location. Ich will jetzt nur die Zeit noch mal ausnutzen, ist ja eh der letzte Tag, wo wir hier sind. Und da wollen wir doch gleich mal gucken, ob sich da nicht noch eine Gelegenheit auftut. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Ritzen, deswegen passt das alles schon so. Ich denke mal, als nächstes gucken wir mal zu den Rockies und holen uns da ein paar richtig geile, fette, schöne, schmuddelige Forellen raus. So, aber erstmal abgelegt. Die Numero Uno. So, und da haben wir noch unsere Nero, wie beim letzten Mal auch. Zackeli, zack, und dann probieren wir einfach nochmal, ob wir nicht doch nochmal ein bisschen Glück haben hier mit dem 2,5 Kilogramm Süßwassertrommler. Das wäre natürlich geil, wenn das klappen würde, aber ich glaube es ja nicht. Ich weiß nicht, zwecks Zeit und sowas scheint es aber schon nochmal nachmittags ganz gut zu beißen hier. Wir haben ja 15 Uhr oder sowas, habe ich glaube ich geangelt. Das letzte Mal ungefähr. Jetzt habe ich nur noch mal so ein bisschen auf Barsch und noch ein bisschen was im Kescher reinzukriegen. War aber jetzt nicht allzu viel. Hab noch ein bisschen was ausprobiert. Ja, und jetzt dachte ich mir, Mensch, probieren wir noch mal ein bisschen auf den Trommler. Und dann kommen wir nämlich gleich zu einer neuen Mission. Suchen uns einfach irgendwas Tolles raus, wo wir das Equipment haben. Und dann würde ich sagen, geht die Luzi ab. Dann kann ich aber auch gleich noch mal die Combat Loki rausholen. So, und da geht die erste schon ab. Da geht die erste schon ab. Vielleicht ist es ja was Schönes. Ja, scheint nichts allzu Großes zu sein. Aber es könnte ein kleiner Trommler sein, immerhin. Könnte sein. Ja, ich denke mal, das ist ein Trommler oder es ist wirklich ein größerer Barsch. Ja, das ist ein Trommler. Ah, 2,295. Mensch, du alter Hund, wäre noch ein bisschen größer. Behalten wir natürlich. So, da waren es nur noch 4 Eilritzen. Einfach nochmal hingehauen. Und noch ein ja, das war natürlich ein Schuss in den Ofen. An die andere geht gerade nichts ran. Ich weiß nicht genau wieso. Wenn ihr irgendwelche Geräusche hört, mein Kater schnarcht wie ein Vieh aus dem Urwald. Schnarchelt der hier rum. Oh, jetzt ist an der anderen auch was dran, aber ob das jetzt ein Trommler ist, keine Ahnung. Ich meine, die ist ja deutlich schwächer, die Rute. Nee, glaube nicht. Das könnte Crappie oder Barsch oder sowas sein. Ja, weißer Crappie. Übrigens ein sehr geiler Fisch. Ich habe mir den letztens mal in einem Video in echt angeguckt, wie einer auf die angelt. Lohnt sich echt. Da könnt ihr bei YouTube echt mal gucken. Der sieht wirklich genauso geil aus wie hier auf dem Bild. Das ist echt richtig cool. So, mein Handy spricht gerade mit mir, dass es im Flugmodus ist und mir leider nicht helfen kann. Ja, ist schon klar. So, das ist aber schon lange nicht mehr passiert. So, zack, holen wir das Ding gleich nochmal rein. Jawohl. So, wird ein Schuh draus. Ich hole die andere aber nochmal raus. Weil die für meinen Geschmack nicht weit genug geflogen ist, weil der andere gleich gebissen hat. Das war nämlich kein perfekter Wurf von mir. Und da ist wieder der Bug, dass er die Rute einfach wegpackt. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß es nicht. So, raus das alte Ding und zackeli zack. Der war schlecht, ja, das war meine Schuld. So, Fischers Fritze, jetzt aber. Jawohl. Schauen wir doch nochmal. So, gleich ein bisschen runter. Abgelegt, das gute Stück. Ich wollte ja eigentlich unsere schöne Combat Loki mal rausholen. Da habe ich mir nämlich einen etwas größeren Bestie hier dran gemacht, um vielleicht einfach mal einen fetten Barsch hier noch rauszuziehen. Weil wir haben ja, glaube ich, das Ziel,
Ein Barsch über, was waren das? Über 1,5 Kilo? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist da auch noch eine Mission offen. Weiß nicht, ob wir den jetzt hier unbedingt fangen. Wird, glaube ich, schwierig sein, aber probieren können wir es ja. Warum denn nicht? Da tut sich was. An Route Nummer 2. Aber das war wieder in der crappy Gegend. Ui. Das könnte jetzt tatsächlich noch. Ah, ne, könnte auch ein größerer Barsch sein. Das ist ja echt die schwächere Route. Oder wirklich ein kleiner Trommler. Ach, ein Wels sehe ich da. Ja, das ist ja mal eine Überraschung. Komm her, du Hund. Getüpfelter Gabelwels. Neuer Rekord. Zumindest für diese Route. Wir haben auch noch nicht gezielt auf die geangelt. Ja, 1,3 Kilo. Das macht doch schon mal ein bisschen mehr Spaß. So, dann tun wir aber gleich nochmal auswerfen, weil zwei Ritzen haben wir ja noch. Das wäre ja Blödsinn, wenn wir die jetzt nicht nutzen würden. So 27 Meter könnte ein bisschen kurz geraten sein. Würde ich sagen, warten wir einfach mal ab. Und unsere Nero, die da gerade so schön wieder nach rechts Richtung Schilf treibt, die hole ich dann auch nochmal raus. Damit wir wirklich zumindest an den Stellen sind, wo wir im letzten Part recht gut gefangen haben. Und das war so von hier, ja, bis hier schon auf jeden Fall, kann man schon sagen. So in der Ecke hat es eigentlich dann meistens geklingelt im Kasten. Und dann haben sage und schreibe, ich glaube, es waren 45 oder 50 Gramm gefehlt, um hier den Rekord zu knacken. Also den wir brauchen, die 2,5 Kilo. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es ist noch nicht aller Tage Abend. So, dann hole ich die andere gleich nochmal mit raus. Die letzten zwei Elritzen wollen nämlich verspeist werden. Das haben sie mir nämlich vorhin gesagt, dass sie vom Büffelfisch verspeist werden wollen. Und das wollen wir denen natürlich nicht verwehren. So, hier müssen wir auf jeden Fall immer noch mal ein bisschen weiter runter gehen und aufpassen. So. Jetzt treiben die richtig schön nebeneinander her. Das sieht man doch gerne, so ein Bild. Ich war auch am Wochenende wieder mal 2 Stündchen angeln, wo die Niki Sport gemacht hat. Und ich bin ja nicht so der sportliche Typ. Ich bin ja eher ungelenk, kommt selten allein. Aber war schon mal ein bisschen angeln. Und habe mir vorne Mistwürmer dran gehangen und ein paar, die ich noch im Garten gefunden habe. Ich glaube, das waren eher Tauwürmer. Und auf jeden Fall, zackeldi zack, hatte ich bestimmt. 7, 8 schöne kapitale Plötzen. Meine größte war, glaube ich, 35 cm. Also es war schon ein ganz schöner Oschi für eine Plötze. Auch ganz schön dick gefressen. Und dann noch eine Silberkarausche. Und die habe ich ja, ich glaube, seitdem ich als kleiner Junge, sag ich mal, mit meinem Vater ein bisschen geangelt habe, habe ich nie wieder eine Silberkarausche gefangen. Deswegen, coole Sache. So, jetzt ist hier einer dran gegangen, vorm Schilf noch. Aber ich glaube, das ist keiner. Dann gehe ich mal lieber an die andere Route dran, weil da hat es auch abgezogen, aber das scheint wohl erst recht keiner zu sein. Ist bei allen beiden nichts. Simultanes Einholen hier. Gut. Schön, ihr Barsche, habt das gleich weggefressen. Dankeschön. So, gucken, ob wir den noch rauskriegen hier. Ne, jetzt will er nicht dran gehen. Route! Jetzt. Okay. Jetzt könnte es aber zu spät sein. Nee, wir haben den Kollege. Ist auch irgendwas Kleines. 300 Gramm Crappie. Naja, nicht verkehrt, Leute. Nicht verkehrt. Gut, der Köder ist alle. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was es so für Missionen gibt. So, da ist ja die
Trommler, 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 Lone Star, Akunde, Rocky, Belastungsprobe. Verwenden Sie Blicker oder Spinngüter mit Schonhaken, die habe ich, glaube ich, dabei. Fangen und lassen Sie die Regenbogenforelle frei, fangen und lassen Sie Halsabstarterforelle frei. Okay, das ist schon mal eine Mission, die könnte man machen. Das Blöde ist, wir fahren erst mal nach Hause. So, das machen wir erstmal. Haben wir auch ein bisschen Geld mitgenommen, was ja überhaupt nicht verkehrt ist. Ein bisschen Equipment können wir uns ja noch ausrüsten. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, ich gucke mal schnell ins Inventar. Nicht, dass wir jetzt hier losrauschen. Dann würde ich mal eine von... würde ich mal die schlechtere hier ablegen. Zack. Ist die Spule auch erstmal weg. So, alles erstmal nach Hause. Und dann nehmen wir uns hier... Könnten wir uns hier die kleine mitnehmen? Velocast. Könnten wir eigentlich machen, gell? Wir haben ja noch, was haben wir noch? Eine Omni, eine Float, ist Quatsch. Nehmen wir uns die mal noch mit. Machen uns hier eine schöne. Da können wir uns ja mal. Ist zwar eigentlich wahrscheinlich viel zu stark dafür, aber wir hauen uns hier mal eine riesengroße. Weltcaster-Rolle drauf. Machen uns eine schöne, die dickste geflochtene, die wir hier haben, mal drauf. Ach nee, was? Bis von Skits 028er geflochtene. Ich mache hier einfach mal eine 03er drauf. Mal gucken, ob es funktioniert. Kriegt man zwar wahrscheinlich so gut wie gar keine XP. Aber probieren können wir es ja mal, ob es funzt. So, Schonhaken wurde gesagt. Da habe ich auf jeden Fall noch was hier. Ein paar Köderchen, da können wir doch schon mal gleich gucken. Das sind ja die Jigköpfe, das wollen wir nicht. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Nope, da ist nichts dabei. So, steht hier irgendwas. Ansonsten habe ich das nämlich schon eingepackt. Hier ist schon mal... Das müsste schon mal Schonhaken sein. Barbless. Ein Barbless Narrow Spoon. Aber mal gucken, ob wir uns im Laden hier noch was Feines, Schönes kaufen können. Können wir gleich mal gucken bei den Blinkern und Spinnern. So, schauen wir doch gleich mal, ob hier was dabei ist. Ich glaube, das meiste kannst du alles nur... Den habe ich ja gekauft hier für 3 Coins. So, gibt es hier noch irgendetwas anderes, was wir für normales Echtgeld kaufen können? Das sieht mir gerade nicht so aus. Na, hier sind noch Barbless Nano Spoons. Aber alles leider nicht für Echtgeld zu haben. Die normalen ja. Aber eigentlich müsste der, den ich habe... Ja, ausreichen. Hier ist noch ein anderer Medium Spoon. Nano Spinner 6 Gramm. Gut, alles klar. Ne, was richtig Großes, Begeistertes ist jetzt hier nicht dabei. Ich nehme hier aber nochmal den hier mit im Barsch-Deko. So, dann tun wir erstmal die Mission aktivieren. Gab es aber, glaube ich, 2 Missionen, wenn ich mich da nicht täusche. So, was war das denn? Also 1,8 Kilo Barsch, okay, das ist noch das Ziel. Schildkrötenspoon. Fangen Sie Schildkröten, okay, das ist also auch noch ein Ziel von uns. Trommler, ist klar. Oh, rüsten Sie den Schonhakenköder aus. Fahren Sie zur Lokalisation Überschuss an Forellen auf dem See Rocky, genau. Das können wir eigentlich machen. Dass wir die erstmal... aktivieren. Dann kriegt man auch noch ein Barbless. So, okay. Das ist doch schon mal cool.
So, da ist jetzt das Ding, Leute. Ich komme ja eigentlich wahrscheinlich nicht allzu weit mit den kleinen Ködern. Deswegen muss ich das doch abbauen. Und baue mir hier mal die Leichte natürlich dran. Da macht es auch, glaube ich, mehr Spaß. Hallo? Es gibt keinen Platz für die neue Route. Ich will doch gar keine neue Route da rein haben. Habe ich jetzt hier was im Rucksack, was ich nicht brauche? Das muss weg. Ach so, okay. Jetzt wird es auch was. Man kann ja nur so und so viele Spulen und so mitnehmen. Das ist ja halt immer der Nachteil meiner Ausrüstung bisher noch. So, die. Zack, drauf. Da können wir bis 015er draufpacken. Die haben wir hier auch. So, die drauf gemacht. Sehr schön. Würde ich sagen, sieht es doch schon ganz gut aus. Holen wir uns im Laden mal trotzdem nochmal, damit wir es auch gleich dabei haben. Unser leckeres Zeug für unsere Fischchen. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Besoffener Wurm. Was? Das ist ja lustig. Brutale Heuschrecken, aha. Gut, den können wir leider immer noch nicht so kaufen, aber Scheiner. Ritzen. So. Das ist wunderschön. Gibt's was Neues? Eintagsfliegen. Die nehmen wir uns mit. Die können wir hier eigentlich auch, glaube ich, gut gebrauchen an dem Gewässer. Lachseier und den Kram habe ich auch alles eingekauft. Also das sollte alles nichts im Wege stehen. So, und jetzt hier. Wo ist er denn? Wir haben ja dann nur den einen Köder. Na, wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn jetzt hin, der Schwarze? Ist der jetzt schon irgendwo anders dran? Nee. Ich blick ihn gerade nicht. Ach so, ich. Tut mir leid. Ich war falsch. So, das müsste doch jetzt aber eigentlich. So, im Inventar ist auch noch Platz. Ich weiß nicht, was es mir da gerade anzeigen will. Deswegen zack, ab zu den Rockies. So, Motorboote sind nicht erlaubt. Ich gehe auch mal gleich auf 2 Tage. Wenn es denn gehen möchte. So, 2 Tage. Jawohl. So, keine Sorge, die 5 bis 6 Minuten, die hänge ich natürlich wie immer hinten aufgeräumt. Mein Inventar ist wieder heme, wie damals das Kinderzimmer. 80% unterm Bett, 20% aufgeräumt. So. Jetzt hoffe ich, dass das auch eine ordentliche Montage ist. Ich meine, es ist mit Schonhaken. Der Narrow Spoon, die Frage ist, können wir mit den Narrow Spoon auch eine Goldforelle fangen? Das werden wir jetzt noch sehen. Gehen Sie nach Hause, Elemental 200... Gibt es... Nein! Ist das jetzt die falsche Route oder was? Rüsten Sie schon an, aber steht doch nichts davon da. Mission nicht mehr verfolgen. Erfahrene Sportangler, barbles Fanggerät ohne Widerhaken. Immer dann in Forellen. Ja, aber steht da jetzt nichts da irgendwie, dass ich irgendwas Bestimmtes hier ausrüsten muss, oder? Na, das wäre jetzt... Tja, Leute, ich muss in den sauren Apfel beißen und gehe nochmal nach Hause. Habe ich wahrscheinlich doch wieder nicht ordentlich nachgelesen. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne in den Kommis auslassen über dieses dumme Gehabe hier von mir. So, was stimmt denn jetzt hier nicht? Hier ist doch ganz egal, hier soll einfach irgendwas dran. Da mache ich jetzt einfach mal Eintagsfliege. So, das ist die leichte Route. Das ist die schwere Route. Die möchte ich ja aber auch mitnehmen. Ja, dann kann ich auch die hier lassen. Machen wir es eben so.
Okay. Onkel Bob. Onkel Bob, okay. So, Schnureinzug. Okay, die ist wieder zu groß hier. Tun wir die natürlich runterschmeißen. Und schmeißen uns hier die 2000er drauf. So, 02er Schnur. Haben wir doch hier eh bestimmt irgendwo. Ne, 012er brauchen wir sogar. Was ist denn da los? Na, da ist er doch. Los, drauf das Gelumpe. Ja, dann tun wir uns hier noch was rüberschmeißen. Die 02er können wir eigentlich mal fortmachen. So, jetzt sollten wir die ja drauf kriegen. 34 Meter, ne, das ist ein bisschen wenig. 110, naja, ein bisschen viel, aber. So, jetzt haben wir Barbless Narrow, genau. Genau, so wird doch ein Schuh draus. Dass das Spiel mir wieder alles erklären muss. Weil ich einfach zu blöde bin. So, dann könnten wir doch aber jetzt die hier. Die können wir doch theoretisch jetzt wieder runterschmeißen. Ja, da haben wir noch ein bisschen mehr Platz im Inventar, wenn wir hier noch irgendwas gewinnen sollten. Und dann würde ich sagen, geht's los. Alles klar, jetzt kann die Mission beginnen. So, ich freue mich. Ich denke mal, jetzt geht's hier richtig scharf, richtig knackig. So, schöne Musik im Hintergrund. Gleich verschwindet sie. Wir müssen ja an einem bestimmten Standort. Es sind ja zwei Missionen. Einmal die zwei verschiedenen Forellen fangen und wieder freilassen. So, Überschuss an Forellen. Genau da gehen wir hin. So. Ach Mensch, jetzt angel ich doch hier im zufälligen Chatroom. Ihr wisst. Nur diejenigen, die meinen Kanal abonnieren, können zufällig mit mir spielen. Nein, das liebe ich einfach mehr. Das gibt mir mehr Immersion im Spiel. So, lokale Mappe zu öffnen. Ach so, ich muss jetzt an die andere Stelle, genau. So, dann probieren wir das auch gleich mal. Da ist erstmal die andere Route ausgerüstet. Fangen Sie den Fisch mit Stop and Go Köderführung. Freilich. Mach mal. So, das wird ein Spaß an der Route. So, immer schön. Stop and Go hier. Und Forellen sind ja geil. Ich liebe ja Forellen. Die gehen ja ab wie ein Zäpfchen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann kommen sie schon angerauscht. Und eigentlich stehen Forellen auf Schwarz. Besonders habe ich gute Erfahrungen gemacht mit schwarz und gelben Ködern. Oder schwarz-rot gepunktet. Was war das jetzt? Ah, da rennt wieder das kleine Kind rum mit seiner Schusswaffe. Mit der Laserschusswaffe. Ja, das ist mir schon klar. Ich sehe ja, dass die Fische da rumspringen. Keine Ahnung, warum das jetzt auf Englisch erklärt wurde, dass ich da aufpassen soll, wenn die Fische da springen. Ja, die Frage ist immer bei der Stop-and-Go-Führung, wie schnell macht man das? Ist auch immer von jedem Fisch unterschiedlich. So, und da haben wir doch hier schon die erste. Halsabschneider. Oder was haben wir? Lass den Fisch frei. Den Fisch freilassen, wie es ein Berufsfischer tun würde. Ich glaube, ein Berufsfischer würde den Fisch mitnehmen, oder?
Obwohl, nee, nur 29 cm, den dürfte er auch nicht mitnehmen. Stimmt, ist ja eine Junge. Klar, lass mal dich frei. So, 10 Fische. Geil, jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt mache ich hier mal richtig großen Reibach. So, gleich ein bisschen runtergestellt. So, Kollege Spechtenstein geht hier auch schon wieder volle Granate ab. Auf so einem Forellensee, aber ich meine jetzt keinen Forellenpuff, wo die dann nur eingesetzt werden, sondern so ein natürlicher Forellensee. Da würde ich gerne mal angeln. Also da hätte ich mal richtig Bock drauf im Frühling. Yes, da ist eine eingestiegen. Das war jetzt eine junge Halsabschneiderforelle. Regenbogenforelle müssen wir, glaube ich, auch noch freilassen. Ja, behalten wir die mal. So, jetzt müssen wir ja erstmal 10 Stück fangen. Ah, cool. Cool, jetzt geht das endlich mit der Mission hier. Und ich habe auch gesehen, wir haben auch noch eine andere geile Mission. Oh! Oh, hier ist ja Bundeswehr-Truppen-Übungsplatz hier auch schon mal in der Nähe. Das hört sich ja ganz so an. Meine liebe Güte, jetzt hat es wieder zugefasst hier. So, die Schnur sind natürlich nicht mal die Allertauffrischste. Da habe ich gar nicht richtig drauf geachtet. Und die Forellen, na, die lassen schon nicht ganz so schnell mit sich spielen. Das scheint auch eine etwas größere zu sein hier. Ja, ja, da müssen wir erstmal ein bisschen entgegenhalten und abwarten. Komm her jetzt hier. Oh, herrlichstes Wetter. 5:15 Uhr. Die sind schon richtig aktiv hier. Oh, guckt euch mal den Himmel an, das Wetter. Mensch, Angeln kann nicht schöner sein. Müsste eben nur ein Echt dort stehen. Das wäre natürlich noch geiler. So, jetzt habe ich. Ja, jetzt habe ich einen schönen Move gemacht hier. So, jetzt haben wir sie gleich. Die Angel ist ja auch nicht wirklich stark. Ist ja auch nur eine leichte Schnur drauf. So, was haben wir denn hier? Ja, eine normale Halsabschneiderforelle. Die hat schon 800 Gramm, oder? Das ist schon. Huh, eine schöne, will ich mal meinen. Die geben auch richtig viel Kohle. Achten Sie auf die Wasseroberfläche. Ja, das stand ja schon da. Und da hinten spritzelt's nach wie vor. Oh, MG46 oder was? Ich kenne mich da nicht wirklich aus, Leute. Ah, Junge, Junge, Junge. Tja, und jetzt wurden bei uns wegen diesen wunderschönen Carola-Virus schon recht viele Sachen geschlossen. Bei uns in der kleinen Stadt hier in der Nähe, 5000 Einwohner, alle Jugendstätten, überall, wo sich mehr als 20, 30 Leute am Tag aufhalten könnten, wurde jetzt alles dicht gemacht. Ganz schön krass. Also es zieht seine Kreise. Naja, kann man halten, was man will davon. Also ich will mich in das Thema nicht richtig reinhängen, weil da hat jeder eine andere Meinung. So, was haben wir denn hier? Ja, jetzt haben wir eine Regenbogenforelle. Auch die, da sollten wir auch eine freilassen, das weiß ich. Ich lasse die jetzt einfach mal frei. Ha, ich guck mal, Leute, ich will mal schnell in die andere Mission gucken, ob die jetzt hier. Das ist die Rocky-Belastungskurve, oder? Fangen und lassen Sie die Goldforelle frei. So, ja, das zählt jetzt. Regenbogenforelle haben wir schon freigelassen. Halsabschneider haben wir schon freigelassen, ganz unten. So, jetzt müssen wir nur noch die Goldforelle fangen und freilassen. Und hier müssen wir einfach nur noch die Fische fangen. Geil. Also, die Mission kann man schön nebenbei hier noch erledigen. Gibt es auch nochmal Geld dafür und wir kriegen zwei schöne neue Köder. Jetzt will ich auch mal kurz gucken. Ja, wir machen erstmal die hier weiter. Ist ja Quark. Wir müssen ja hier bleiben. Ich weiß nicht, ob hier die Goldforelle noch an der Leine geht. Beim nächsten Wurf werfe ich mal, gehe ich mal links von den Steinen und werfe da mal hin. Oh, die gehen ran hier. Ja, die gehen ab wie Schmitz' Katze hier auf den schwarzen Spoon. Das könnte. Ja, das könnte wieder. Die könnte wieder so die 700, 800 Gramm Marke erreichen hier.
Geil. Geile Sache. So, Leute, und ist bestätigt auch mit dem Angelurlaub, den ich vorhab dieses Jahr. Wenn mir da dieses wunderschöne Hustenvirus keinen Strich durch die Rechnung macht. An die Havel geht's nämlich. Um genauer zu sein, an die Grenze von Sachsen-Anhalt in Brandenburg, direkt dort an die Havel. Ein schönes Plätzchen auf unserer lieben Erde. Naturschutzgebiet. Und da gibt es viele schöne Fische. Hechte, Rapfen, Karpfen, Zander, Welse, Brassen, alles Mögliche. Und da haben wir fast schon die Kiloforelle. Geil. 316, Leute, das ist ideal zum Farmen. Forelle, sehr empfindlichen Fisch. Verwenden Sie barbles Fanggerät, um Ihr Trauma zu vermeiden. Ja, klar, die sind ja wirklich empfindlich. Wichtig ist bei den Forellen eben auch, die nicht besonders lange da 20, 30.000 Fotos zu machen, wenn man auf Fotos steht. Ich mache auch keine Fotos mit einem schönen Fisch, den ich gefangen habe, um die Erinnerungen zu wahren. Aber da sollte man bei Forellen ganz vorsichtig sein. Also wirklich vielleicht ein Foto so nah am Wasser, wie es geht, dass der Fisch gleich wieder zurückkommt. Und nicht 3.000 Stück, wenn es eben nicht gelingt, dann gelingt es nicht. Es wird nicht die letzte Forelle sein, die ihr fangt in eurem Leben. Weil die sind ja schon sehr sensibel. Die brauchen richtig schön viel Sauerstoff, den sie durch ihre Kiemen filtern. So, jetzt. Aber da hinten spritzelt's und spratzelt's doch. Verwunderlich. So, jetzt will ich nur mal alles im Auge behalten. Wie sieht's denn hier aus? Werfen wir mal hier an die Seite. Da liegt doch so ein schöner Holzstamm. Sieht mir auch nach einer geilen Stelle aus. Wenn wir ganz großes Glück haben, dann ist jetzt hier sogar noch die Goldforelle dabei. Aber weiß ich gar nicht, ob wir die überhaupt schon gefangen haben. Ich glaube, mein letzten großen Let's Test von Fishing Planet habe ich die nicht gefangen. Oder doch? Ich weiß nicht, ob der Vogel mir hier gerade irgendwas sagen wollte. Jetzt hatte ich gerade schönen Biss. Schade. Okay, ich werfe mal wieder hier runter, weil das einfach der bessere Spot ist. Wir kommen halt wirklich auch richtig schön weit raus. Die Schnur zum Gerät passt. Jawohl. Kein Biss. Steinadler hat sich bestimmt gerade eine kleine Forelle geholt. Also mit Chicken habe ich die eigentlich auch immer gut gefangen. Aber so im offenen Wasser stehen sie anscheinend nicht. Sich hier auch so ein bisschen. Ich gehe mal wieder an den alten Spot. Da hat es ja dann doch öfters mal geklingelt. Gucken, ob es weiter klingelt. Ja, und sofort wieder eingestiegen. Da kann man eben auch die Bremse viel stärker einstellen mit den Schonhaken.
weil der Fisch halt nicht so extrem verletzt wird durch den Widerhaken, könnte er sich natürlich auch schneller lösen. Was ist da? Ich habe es nicht richtig erkannt. Aber ich glaube nicht, dass es eine andere Art ist, oder? Komm mal her, meine Gute. Komm mal her hier zum Onkel. Ja, die macht ganz schön Alarm. Ja, jetzt ist aber mal gut. Du alter Misthund da oben in der Luft. Junge, Junge, Junge. So schlimmer, als wenn der Wecker morgen früh um 5 Uhr klingelt. Jung, Jung, Jung. Noch nicht von Ruhestörung gehört. So, das könnte wieder die Kilomarke sein hier, wenn ich mich da nicht täusche. So, was haben wir denn? Ja, fast 900 Gramm Halsabschneiderforelle. Ach, die geben auch richtig cool. Aber ich finde hier die Halsabschneiderforelle... sieht eigentlich für mich eigentlich aus wie eine schöne Regenbogenforelle. Ich weiß nicht, ob es die Halsabschneiderforelle bei uns überhaupt gibt. Bachsaibling, Bachforelle, Regenbogenforelle und Flussbarsch, auch angeblich Karpfen und ein paar Hechte wurden bei uns in der Ilm gesichtet, in dem Gewässer, wo ich dann immer mal auf Forelle gehe. Und Eschen. Eschen gibt es auch, aber nicht mehr ganz so viele. Ist auch das Schonmaß ziemlich hochgesetzt worden. Was in Ordnung ist, weil die sollen sich ja wieder ein bisschen erholen. So, hier haben wir noch eine... Ach nein, ich Ochse. Ich habe sie freigelassen. Erzählt das jetzt auch, wenn ich die freilasse? Kann sein. Weil jetzt bin ich ja doch schon bei 7. Aber hier hinten, bis auf bis. Meistens sogar schon in der ersten Sinkphase. Ja, viel fehlt ja nicht mehr. Dann hätten wir das schon. 3 Kilo haben wir dann auch schon im Säckchen. Ich glaube, von den 3 Kilo... Wie hat die denn jetzt zugebissen? Oh. Hä? Das ist doch eine Hänger. Ja, das sind Hänge, Leute. Oh, da kommt mir das Ding entgegengeflogen. Das hat sich gerade ganz, ganz komisch angefühlt. Vielleicht war das ein Biss und dann irgendwie sich verhakt, keine Ahnung. Ja, Leute, Buchmesse wurde ja auch abgesagt. Da bin ich eigentlich auch immer jedes Jahr hingegangen. Hat mich auch ein bisschen geärgert. Wir sind da immer eine dufte Truppe und machen da immer Cosplay. Dieses Jahr wäre Dead by Daylight dran gewesen. Ich wollte mir irgendeine schöne Horrorfigur raussuchen. Naja, schade, schade, aber vielleicht nächstes Jahr. Wie ihr wisst, wurde ja auch die E3 abgesagt. Somit glaube ich, dass auch die Gamescom abgesagt wird. Ich weiß, es ist noch eine Weile hin. Ich will nicht den Himmel schwarz malen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Aber allerdings haben sie ja so digitale Pressekonferenzen angekündigt, damit wir auch keine neuen Spiele verpassen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ja, 900 Gramm Halsabschneiderforelle, sehr schön. Und die XP gehen auch richtig schön hoch hier. So, da fehlen nur noch 2. Und die holen wir uns auf jeden Fall noch. Und dann werde ich nur noch mal auf der Karte gucken, zwecks den Spot für die Goldforelle. Dass wir das schon mal wissen, machen wir vielleicht dann auch noch mal 1-2 Würfchen. Und vielleicht können wir auch die noch landen, dann hätten wir es nämlich schon geschafft. Dann könnten wir eine ganz andere Schiene fahren im nächsten Part, aber das wird sich noch zeigen. Ich werde natürlich zwischendurch noch mal zum Mattwarte reisen und gucken, ob ich den Trommler irgendwie noch an die Leine kriege, dass ich euch das zeigen kann. Aber Twitchen hat wirklich nicht so gut funktioniert. Ah, da ist irgendwo eine Kante im Wasser, ja. Aber dahinter stehen sie, genau. Und jetzt hat er sich auch gleich zugefasst hier. Eine junge Halsabschneiderforelle. So,
So, und da fehlt wirklich jetzt nur noch die letzte, die holen wir uns auch. Die holen wir uns jetzt. Final Fantasy 7 Demo, Leute. Ein Gedicht, sage ich nur. Wunderschön. Wer sie nicht hat, holt sie euch im Store. Richtig guter Stoff, kann ich nur sagen. So, aber wo ist jetzt hier die letzte Forelle hin? Ist vielleicht sogar mittlerweile hier, wenn es so schnell geht, der bessere Farmspot als der Emerald Lake mit den Zandern. Wenn man hier noch eine bessere Stelle hat und noch sicher ist, noch bessere Fangzeit, ich glaube, dann kann man hier noch mehr fangen. Aber die Zander geben halt auch richtig gut Geld. Aber dann braucht man eben auch gewisses Equipment, um erstmal so weit rausschmeißen zu können und die auch immer landen zu können. Aber das könnt ihr euch alles in den alten Fishing Planet Videos angucken. Da habe ich ja so ein Tutorial gemacht, wie man da richtig viel Fettkohle machen kann. Ich glaube, das heißt 40.000 in 40 Minuten oder irgend sowas. Das ist der Top-Farm-Spot. Gibt natürlich noch viele, viele andere. So, die zehnte will nicht. Ich werfe mal ein bisschen weiter runter. Da habe ich noch mal ein bisschen mehr zum Werfen. Junge, Junge, Junge. So, jetzt haben wir uns hier wieder eine Hänge. Ja. Gut. Und Biss. Und Biss. So, ist wieder was Kleines, aber das soll uns erstmal egal sein. Dann suche ich jetzt nochmal schnell die Goldforelle. So, zack. Jawohl, vorsichtiger Angler. Wir haben es geschafft. Selbst so eine kleine gibt 62. Wahnsinn. Schonhakenmeister 1. Fangen Sie eine gewisse Anzahl an Fische mit Schonhaken. Jawohl. Da haben wir wieder einen Coin zurückbekommen. Gut gemacht. Es ist eine hervorragende Fühlung, den gefangenen Fisch loszulassen, um beim nächsten Mal wieder unvergessliche Emotionen bei seinem Fang zu erleben. Herzlichen Glückwunsch zum Test. Jawohl. So, nochmal ein Coin und den Barbless Nano Spinner. Das ist auch richtig geil. Da können wir dem vielleicht... Wir lesen mal nach, wie das hier aussieht, zwecks Goldforellchen. Erstmal hier an der Stelle, machen Sie einen Spaziergang. Ich will noch mal wissen, wo hier vielleicht die Goldforelle sich eher tummelt. So, wir gehen mal hier ins Ferndickicht, wie das Spot heißt. So, was steht denn da? Steht da irgendwas wegen Goldforellen? Ne, Penfisch, also verschiedene Weißfische auch noch dabei. Aber gucken wir doch mal. Die Goldforelle, da ist sie doch, das gute Stück. Die Goldforelle. Oncorhynchus micus aquabonita ist eine Unterart der Regenbogenforelle, die im Staat Colorado heimisch ist. Es ist eine endemische Art, die nur in den kalten Gebirgsseen und Flüssen der Rocky Mountains in Colorado vorkommt. Die Goldforelle weist eine spektakuläre, leuchtende, goldene und rote Farbe mit horizontalen Bändern an den Flanken auf. Ausgewachsene Fische erreichen im Schnitt 15 bis 30 cm, oh, das ist gar nicht so viel, und wiegen 0,3 bis 1,5 kg. Die Ernährung der Goldforelle besteht hauptsächlich aus Wasserinsekten, Larven, kleinen Krustentieren und Süßwassergarnelen. Okay, Nano Spoon ist aber der perfekte Spoon für die. Nano Spoon und Spinner. Ich will jetzt mal gucken. Ich glaube, der Spinner könnte für die halt noch mal ein bisschen besser sein, weil er kleiner ist. Barbless Nano 710, 610. Also kein großer Unterschied. Ich gehe jetzt trotzdem mal auf den Nano, dass wir den mal ausprobieren. Und da hinten, da tummelt sich doch schon was. Lass es die Goldforelle sein. Die liebe, kleine, nette Goldforelle sein. Ja, hier vorne ist ganz schön, ja, etliches an Kraut hier drin. Das
Deswegen sind ja bestimmt auch ein paar Weißfische vertreten. Da gibt es auch den Saukarpfen. In der Saukarpfen. Ha. Ja. Ich muss mir wieder etliche Witze verkneifen bei den Namen. Aber ihr wisst schon, worauf ich anspielen will. So. Ah, ein Biss hatte ich ja. Ja, ah. Bin gespannt, ob es auch noch andere Arten gibt, die hier auf den Barbless Nano gehen. Ja, ist eine Henge eingefangen hier vorne im Kraut. Boah! Der hängt ja jetzt übelst fest, mein lieber Gottwalter. Walter, jetzt hau ich dir aber einen in die Fresse. Oh, ja. Die Herr Wernersens. So. Aber jetzt doch endlich mal noch ein schönes. Ah, ein schönes Forellchen. Naja, draußen ist 8 Grad und bewölkt und im Wasser 9 Grad. Aber für Forellen glaube ich schon eine schöne Temperatur. Da sind die recht aktiv. Schade, ich krieg sie nicht an den Haken. Ich hoffe mal nicht, dass der 1-0er Haken zu groß ist für die Goldforelle. Das würde die Fehlbisse auf jeden Fall erklären. Ah, schade, schade, schade. Lässt sich nicht so einfach überlisten, wie ich dachte. Oh, schon wieder an das. Ah! Ich habe Angst, das Ding reißt gleich ab. Ich gehe mal ein bisschen hier rüber. Ich will nicht mehr an das Kraut werfen. Aber da hinten spritzelt's doch. Und hier auch. Und dann haue ich wieder direkt ins Kraut rein. In echt würde man diesen Wurf natürlich nicht so riskieren, weil dann ist ganz schnell Schluss mit der guten Laune, wenn man da sein schönes Material versenkt und dann einen fetten Hänger hat. Aber dort könnte man zur Not vielleicht auch noch hinlaufen, aber bei 9 Grad kaltem Wasser würde ich mir überlegen, ob ich da auf den Stamm rumbalanciere und versuche, meinen Köder zu lösen. Und dann könnte mich ganz schnell mal im Wasser der Eier auf Minimalgröße schrumpeln. Oh, jetzt haben wir hier was. Wunderschön. Aber das sah mir jetzt nicht golden aus, wenn ich mich da nicht vergucke. Ja, das ist eine Halsabschneiderforelle. Nehme ich natürlich auch mit. Goldforelle müssen wir freilassen. Das war der Deal. Na, da haben wir doch schon richtig was rausgeholt in diesem Part. Natürlich schade, dass es am Anfang mit den Trommlern nicht gepasst hat, aber was nicht ist, kann auch werden, Leute. Und wenn ich da einen richtig schönen fange, lade ich euch dann das 2-3 Minütchen da, das Video, lade ich euch da mal schnell zwischendurch hoch. Ah, das. Ja. Nee, ich glaube, das ist auch wieder Regenbogen oder Halsabschneider. Auf jeden Fall könnte das wieder, ja, so an die 1 Kilo sein. Hör mal her, hier! Ja, Leute, was mich ganz doll schmerzt, ist das. Meine Formel-1-Rennen abgesagt wurden. Ich bin nämlich ein sehr, sehr großer Formel-1-Fan, wie manche von euch wissen. Und ha, das hat mich ein bisschen geärgert. Das hat mich echt geärgert. Aber naja, ich kann es ja auch nicht ändern. Ich glaube aber auch nicht, dass die ganzen Rennen nachholen können, weil 4 sind jetzt schon abgesagt. Naja, das tut jetzt hier aber auch wieder nichts zur Sache. Ich glaube, das könnte der größte Fisch bisher sein. Ha? Vielleicht. Wir werden sehen. Ah, nee, aber wieder eine schöne Größe. Wer schon mal so eine 40er Forelle dran hatte, der weiß, das ist ein Kampf auf Messerschneide.
Mich würde halt nur interessieren, ob die auch wirklich hier hinten sind. Ich mache mir gleich nochmal den Narrow dran. Mache damit nochmal 1, 3 Würfchen. Und dann neigt sich alles langsam dem Ende zu. Aber ihr kennt mich, wir hatten schon öfters mal Glück, dass direkt zum Schluss der Fisch eingestiegen ist, den wir gebraucht haben. Ich muss nämlich hier zu Hause nachher noch ein bisschen klar Schiff machen, weil die Schwiegermutter kommt. Und ihr wisst, was das heißt. Das heißt, aufpassen. Aufpassen, was er sagt. Und generell, oh nein, schon wieder eine Hänge hier vorne. Und generell auch aufpassen. Jetzt haben wir uns irgendwas geangelt. Was haben wir denn hier? Eine Schale. Aha, eine Muschel. Oh, sieht aber auch schön aus. Nice. So, dann mache ich jetzt aber nochmal den Nero dran. Rocky Lake Saubermann. Yes. Auch wieder ein Coin. So, da ist er. Kommen wir hier noch weiter Rinder? Nee, kommen wir gar nicht. Da kommen wir nicht weiter Rinder. Ich mache jetzt einfach mal was, was man eigentlich nicht machen sollte. Lieber immer nach den Hotspots gucken. Wir sind ja hier schließlich nicht beim Zanderangeln. Aber ich will es einfach mal probieren, ob sich die Goldforellen vielleicht im tiefen Wasser hier hinten aufhalten. Dem etwas kälteren, dunkleren Bereich. Wäre natürlich geil, wenn jetzt hier eine richtig fette einsteigen würde. Also für eine Goldforelle. Wir haben sie gelesen, maximal 1,5 Kilo. Das ist jetzt nicht die Welt. Das macht hier nicht allzu viel Sinn. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mal gucken, was einsteigt. Also haben wir den Trommler offen. Die Goldforelle vielleicht noch offen. Ja, und dann ist es auch gar nicht mehr so viel. Also da müssten wir erst wieder ein, aber neues Level ist auch nicht mehr weit weg. Dann werden sicherlich wieder neue Missionen freigeschalten. Yes! Ach! Nicht hängen geblieben, Leute. Nicht hängen geblieben. War so bei 19 Metern. Komm schon. Ah, Mist. Das ärgert mich. Das hätte es ja vielleicht sogar sein können. Jetzt! Und da ist was direkt vom Ufer. Ach, schade. Ich glaube, nee. Oh, aber was Neues. Ein Weißbarsch. Geil. Zwar keine Goldforelle, aber was Schönes. Anderes Seltenes zum Schluss. Der Weißbarsch. Oh, 29 XP, da gibt ja so gut wie gar keine Kohle, aber Mensch, das ist doch das nächste Video, was ich mir auf YouTube mal angucke. Der Weißbarsch, den will ich mal in echt sehen. Und mit was die den angeln. Geiler Fisch. Ich glaube, das denkt ihr auch, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Euer Affenkönig, dämlich und Instagram nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen. Ciao, ihr alten Hunde, macht's gut.